Europas größte zusammenhängende Pontonanlage. Ein Team, das genau weiß, was es tut, und zwei Akteure, die uns den Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Das ist der Mix für diese neue Story aus dem Hamburger Hafen. Es geht um die Instandsetzung und Wartung der Pontons. Jetzt in einer neuen Folge von Wir machen Hafen. Wer kennt sie nicht? Die Pontons im Hamburger Hafen als schwimmende Anleger für Schiffe beispielsweise wie hier an den Landungsbrücken. Wie viel und welcher Aufwand dahinter steckt, die Pontons in Schuss zu halten, das zeigen wir heute beim Blick hinter die Kulissen. Wir starten am Lübecker Ufer. Auf dieser großen Slip-Anlage der HPA beginnen die Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten für die Pontons im Hamburger Hafen. Wir sehen hier einen Slip-Vorgang vom Ponton 654. Den haben wir jetzt auf den Pallungen drauf liegen. Der wird jetzt an Land verbracht und dort finden dann erste Inspektionsarbeiten dran statt. Reinigungsarbeiten und dann geht es quasi in die Instandhaltung. Zentimeter für Zentimeter wird der schwere und mächtige Ponton hochgezogen. Durch die Tide der Elbe ist das nur bei Flut möglich. Der Vorgang ist auf den Punkt geplant. Tonusmäßig haben wir eine Regelmäßigkeit, dass wir fertige Pontons abslippen und dann wieder quasi zu inspizierende oder instand zu haltende Pontons wieder aufslippen. Und dann soll es einfach sein, dass es ein regelmäßiger Austausch ist zwischen fertigen und instand zu setzenden Pontons. Ein kurzer Ortswechsel rüber zu den Landungsbrücken. Die Anlagen hier sind europaweit einmalig und auf den ersten Blick erkennt man nur sehr schwer, dass es tatsächlich Pontons sind. Wir machen einen Ausflug in das Innere. Wir haben hier an den Landungsbrücken, die Dinosaurier der Pontons irgendwie. Ne? Klein- und Standardformate liegen so bei 30 mal 6 Meter. Und hier liegen wir, glaube ich, bei über 60 Metern, 60 Metern Pontonlänge und ich glaube fast 24 Metern in der Breite. Total naive Frage, aber dafür bin ich bekannt. Wie schwimmen die Dinger? Kann man sich vorstellen wie so eine Plastikkiste in der Badewanne. Wenn du eine Tupperdose, den Deckel drauf machst und in die Badewanne wirfst, dann geht die auch nicht unter. Die treibt durch ihren Luftauftrieb. Ähnlich funktioniert das hier auch wenn das Ganze hier sehr massiv und groß aussieht. Alles, was in der Badewanne nicht untergeht, geht hier auch nicht unter. Wieder was dazugelernt. Zurück in die Werkstätten der HPA am Lübecker Ufer. Hier arbeiten die verschiedensten Gewerke, um die Pontons wieder auf Vordermann zu bringen. Hier bereiten wir alles für die Pontoninstandsetzung vor. Das heißt, so ein Ponton bedarf natürlich an ganz vielen Anbauteilen, an ganz vielen Standardbauteilen. Die werden hier in der Werkstatt gefertigt. Und da bringt jeder seinen Teil, jeder in dem Bereich, den er kann und jeder in der Stärke, die er zur Verfügung hat. Ein rund 70 Köpfe großes Team ist hier im Einsatz. Alle sind echte Expertinnen und Experten auf ihrem jeweiligen Fachgebiet. Und dann ist es soweit. Der Ponton wird wieder zurück in den Hafen gebracht. Es beschäftigt ganz viele Menschen, die hier mit Leib und Seele dabei sind. Und wenn er dann, so schön wie er jetzt ist, wieder rausgeht und wir alle einen erfolgreichen Job gemacht haben, dann bringt auch mir das Freude. Wenn alles gut läuft, sehen wir ihn erst in 10 Jahren wieder. Ja, eigentlich sind es die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich hier tagtäglich zu tun habe in dem wunderbaren Hamburger Hafen. Das motiviert mich eigentlich, jeden Morgen hier aufzustehen und mit meinen Jungs und Mädels den Hafen am Laufen zu halten. In diesem Sinne heißt es auch dieses Mal: Wir machen Hafen!